Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, wieder in der EBF-Mod. Oh, in der letzten Folge haben wir ja mit Judas gespielt, das war auch ein recht netter One, haben wir auf jeden Fall geschafft. Und heute mal wieder eine Challenge und wir müssen erstmal gucken, welche wir denn noch nicht gemacht haben. So, die ersten haben wir glaube ich alle schon, die waren recht einfach. Mama, ich glaube Mama haben wir noch nicht gemacht. Schauen wir uns mal Mama an. Mami? Oh ja, wir sind Mami. Mami mit ganz vielen Pillen, damit wir erst recht komisch werden. Und wir kommen gleich in den Geheimraum. Nice. Das sieht ja so bescheuert aus. Ja, wir sind... Oh. Oh. Ach, Mami. Das heißt, wir haben alle Mami-Items. Tatsache. Wir haben Mamis Unterwäsche. Wir haben Mamis High Heels. Wir haben ihren Lippenstift. Wir haben die Bibel sogar dabei. Dann haben wir die beiden Augen. Das eine macht, dass wir hinten schießen können. Und das andere, dass wir die Gegner so einfrieren. Dann haben wir noch die Perücke von Mom. Moms Lidschatten? Ja, Lidschatten. Was ist dieser Schlüssel? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall noch Moms Purse. Und das Parfüm. Aber was ist dieser Schlüssel da? Das weiß ich nicht. Dieser eine Schlüssel weiß ich nicht, was das ist. Und ich würde gern warten, bis mein Effekt hier weg ist. Wenn ich ehrlich bin. Und Bolz aus den haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. So. Und das heißt, wir produzieren Spinnen, wenn wir schießen. Das ist cool. Und die Spinnen machen Schaden. Und Spinnen, die Schaden machen, sind super. Und wir greifen sogar relativ schnell an. Okay. Also, weiß ja nicht, ob die Challenge jetzt so schwer wird oder nicht. Ich denke mal nicht. Ist ja auch eine der ersten Challenges. Naja, Challenge stehen. Schön. Kann ich reden. Schön. Also genau die Hälfte. Ja. Egal. Also wir können auf jeden Fall fliegen mit der Bibel. Wenn es denn nützlich wäre. Und es gibt natürlich wieder... Oh, Hilfe. Oh, dann haben wir richtig coole Effekte. Wir haben einmal diesen Vier-Effekt und einmal diesen Versteinerungseffekt. Oh, das ist nice. Ja, da es ein Challenge ist, haben wir aber keine goldenen Räume. Das heißt, wir können nicht durch goldene Räume stärker werden, sondern einzig und allein durch die Boss-Items und... Ja, goldene Kisten. Und Hilfe. Ach, das haben wir auch noch. Okay, wir haben drei verschiedene Terrain-Effekte. So, wir müssen auf jeden Fall alles besiegen mit dem Equip, was wir jetzt gerade haben. Sozusagen. Das wollte ich nur sagen. Genau. Und wir werden auf jeden Fall auch in die Stachelräume reingehen. Genau. Und da auch, wenn wir nicht so viele Leben hätten. Und wir dürfen jetzt zum Glück auch, weil wir nicht auf Gottheit gehen, weil Gottheit, selbst wenn wir jetzt Gottheit finden würden, dann würde ich mich erstens richtig ärgern, dass ich das in der Challenge finde. Und zweitens wird uns das nicht mehr was bringen, weil wir ja in einer Challenge sind. Und in einer Challenge kann man nichts freischalten. Also gehen wir auch auf Devil Deals und nehmen die auf jeden Fall mit. Wenn wir dadurch stärker werden, dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Full Health, okay. Wir hatten bisher recht gute Pillen, außer eine. Nö, nee, eigentlich waren die alle gut. Ja, die waren wirklich alle gut. Die eine war halt diese IU Wizard Pille, aber die ist auch nicht wirklich schlecht. Nur vorübergehend. Macht ja nicht irgendwelche Statistiken anders. Die ist eher neutral, finde ich. So. Dann haben wir auch schon den Boss. Einfach so ein gerader Gang und dann ist man gleich da. Nett. So, da aufsprengen, da aufsprengen. Da kann sogar noch der super Geheimraum sein. Schade. Hätte aber sein können. So, Schlüssel haben wir auch genug, wo auch immer wir die alle her haben. Und schon zum Boss. Krass, das ging irgendwie schnell. Die 7. ging jetzt schnell. Und es ist nur Pin, der versteinert ist. Oh. Armes Pin. Stimmt, guck mal, wie viel, wir haben richtig Regenbogen-Tränen. Finde ich voll witzig. Regenbogen-Tränen. Regenbogen-Tränen-Attacke. So. Nehmen wir mit. Wir hätten erst warten sollen, aber das Item ist eh nicht gut. Okay, nehmen wir nicht mit. Dann können wir nur in die nächste Ebene. Okay. Wir hätten natürlich noch nach einem Geheimraum suchen sollen, aber ich wüsste nicht wozu. Wir haben auch 15 Münzen. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch nochmal in einen Shop gucken und uns da ganz tolle Sachen kaufen. Ja klar, durch Shops können wir natürlich auch stärker werden. Ganz vergessen zu erwähnen. So, die holen wir uns natürlich auch. Goldene Truhen sind immer gut und wir können fliegen. Cool. Gehen wir auf jeden Fall hier rein und da kriegen wir die Dead Cat.
Warum das weiße Herz her, ist die Frage. Okay, ich werde wahrscheinlich später nochmal da reingehen, je nachdem, was der Devil Deal uns gibt. Ansonsten würde ich ungerne 3 Leben dafür weggeben. Für ein Gabi-Item. Ungerne. So. Also wir werden auf jeden Fall erstmal schauen, was uns denn der Devil Deal gibt, wenn wir den überhaupt einen bekommen. Vielleicht bekommen wir auch einen Angel Deal oder gar keinen Deal. Kann alles passieren. So, die 6. Was macht die 6? 1, 3 und 4. Was ist 1? Reroll 2. Wollen wir uns denn... Ne, wir wollen uns nicht rerollen. Die kann auch weg. So. Schatz hat. Okay. Sonst machen wir die Challenge kaputt. Wenn wir uns selber rerollen, dann haben wir ja nicht mehr die Items, die wir haben. Das geht ja nicht. Man muss schon die Challenge so machen, wie sie auch geplant ist. Sonst bescheißt man ja die Challenge und das ist doch uncool. Hä, der bleibt stehen, weil er uns liebt? Aha, oder war... Ah, der war verliebt und versteinert, oder wie? Okay. Ja. Und Devil Deal. Devil Deal? Was? Wir kriegen nicht mal einen Devil Deal? Okay, dann ist jetzt die Frage. Wenn wir das neue Lebensitem einsammeln, dann verlieren wir, dann kriegen wir auf jeden Fall nur ein Herz. Aber die Frage ist, ob das weiße Herz da bleibt. Ja, bleibt es tatsächlich. Okay, dann haben wir also 2 Leben trotzdem. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Haben wir zwar trotzdem 3 Leben weggegeben, aber dann ist das wirklich nicht ganz so tragisch. Tears Up und Tears Down, okay. Insgesamt trotzdem Tears Up, weil Tears Down Pillen nicht so eine hohe Effizienz? Wirkung? Wirkung. So eine hohe Wirkung haben wie eine Tears Down Pill. Was? Auf jeden Fall macht eine Tears Up Pille mehr Tears Up als eine Tears Down Tears Down macht. Genau. Das heißt, wenn man beides findet, hat man trotzdem noch ein Tears Up. So, das wollte ich sagen. Bla bla. Plöck plöck. Ich kann fliegen und ihr nicht. Haha. Ihr könnt zwar an Wänden klettern, aber dafür kann ich fliegen. Also geht mir aus dem Weg. Ich mache euch alle fertig. Papau, papau. So, okay, das ist sehr schön. Dann haben wir schon mal ein Gabi-Item. Wenn wir jetzt noch 2 weitere finden, sind wir Gabi. Und Gabi-Sein ist immer toll. Vor allem mit unseren Tiers, ab das wir so haben. Das wäre schon recht cool. Dann haben wir wieder Spinnen und Fliegen. Das habe ich immer am liebsten. Spinnen und Fliegen gleichzeitig ist richtig toll. Richtig cool. Tollig ist das. Ganz schön tollig. Die beiden sind versteinert vor Liebe. Da. Ich mag diese Musik von dieser Mod sehr gerne. Ich mag sie und deswegen singe ich sie schlecht mit, damit ihr Ohrenkrebs bekommt. Gut, dann singe ich halt nicht mehr, Schmarotzer. Das war Kunst und Poesie, was ich hier abgeliefert habe. Und ihr wollt sich hören. Aua, hören. Die Kunst und Poesie hat mir Schaden gemacht. Dafür muss die Kunst und Poesie jetzt sterben. Sterben. So. Ich finde irgendwie keine Shops. Das finde ich blöd. Oh nein, die finde ich auch blöd. Was kann man denn hier machen? Oh, das wird ewig dauern. Kann man die nicht irgendwie mit der Bibel töten? Das sind doch auch böse Kreaturen. Weiß ich nicht. Au. Oh nee. Jetzt kriegen wir wieder kein Devil Deal. Also ich bezweifle es zumindest. Wow, genau. Doch einfach unter uns auf. Ist okay. Nya! Die machen ja? Die machen das, echt? Okay. Jetzt sind sie mir schon gleich viel sympathischer. Eben habe ich sie noch gehasst, aber dadurch, dass sie jetzt dieses Nya! Machen können, sind sie wieder sympathisch. Na, das nicht so.
Wenn sie im Stimmbruch sind, dann nicht mehr. So, was kriegen wir? Oh, eine Health Down Pille. Das ist toll. Was können wir hier? Oh, wieso haben wir eben die Health Down Pille bekommen? So ein Mist. Okay, was nehmen wir? Oh, das ist alles gut. Ich will alles mitnehmen. Ich kann auch alles mitnehmen. Momentchen mal. Oh, kann ich doch nicht. Oh, ich dachte, man stirbt dann, wenn man das mitnimmt, wenn man keine Leben hat. Haben die das jetzt gefixt oder wie? Dass man das gar nicht mehr einsammeln kann? Oh, ich wollte alles aufsammeln. Ich habe doch das neue Leben-Item. Okay, machen wir das anders. Ich hoffe, ich spawn hier drin. Nein. Okay. Shit. Dann war das jetzt richtig dumm. Noch dümmer als dumm. Egal. Wir haben Damage Up mitgenommen. Ich wollte eigentlich da drinnen neu spawnen und dann alles mitnehmen. Na gut, so haben wir halt unsere drei blauen Herzen weggegeben. Auch nicht weiter tragisch. Jetzt sterben wir zwar schneller, aber wir sterben schon nicht. Schließlich haben wir ein Pentagramm. Gut, dann hätten wir vielleicht das andere Ding lieber mitnehmen sollen. Die Robe, weil die ist Damage Up und gibt schwarze Herzen. Aber egal. Isigel. Haben die sich gerade gegenseitig getötet? Läuft bei denen. Läuft bei denen oder hüpft bei denen. Welche Ebene? Vorletzte? Vor Mom? Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Ich kenne mich mit den Namen von dieser Mod nicht aus. Von den... Oh nein. Oh nein, jetzt sind wir fast tot. Oh nein, was sollen wir denn tun? Jetzt sind wir fast tot. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, da leben wir wieder. Da haben wir wieder volle Leben. Was haben wir hier? Joker. Wollen wir da jetzt schon reingucken? Nee, ne? Nein, erst nach dem... Oh, erst nach dem Boss. Okay, dann halt doch so. Boah, ist die Schaufel groß. ja, ich nehme das mit. Bin ich jetzt tot? Nö. Kann ich das auch noch mitnehmen? Nein. Ach Mann, ich will aber mitnehmen. Kurz auf Steel, Health Up. Haha, ausgetrickst. Perfekt. So. Nö, die letzte Kiste. Letzte Kiste. Lassen wir dann mal zu. Haha, wir haben Abaddon. Haha, jetzt haben wir ganz viele Leben. Und wir haben unser zweites Gabi-Item bekommen. Yes. Geil. Geilomatico. Geilomatico. Haben wir voll gut gemacht. Wie ging das dann eben eigentlich? Hä? Was haben wir denn gefunden? Haben wir eine Health abgefunden gehabt oder wie? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Aber anscheinend war da eine Health dabei, ja. Okay. Los, Spinn. Tötet. Die Gehirne. Die Gehirne müssen sterben. Die Gehirne müssen sterben. Die Gehirne. Drittes Gabi-Item. Drittes Gabi-Item. Telepille. Health Up. Ja, wir hatten also schon eine Health Up. Okay. Können wir wieder in dem nächsten Devil Deal irgendwas mitnehmen? Je nachdem, wie weit wir noch gehen müssen. Ich hoffe, wir müssen weitergehen als Mutters Fuß. Hoffe ich gerade wirklich, weil wir gerade ganz schön stark sind. So. Plupp, plupp, plupp. Alles meins. Alles. Ich bin Mom. Die Vernichterin. Aber wie konnte Mom zum Engel werden? Beziehungsweise wie hat sie ihre Engelsflügel bekommen? Voll unlogisch. Oder hat sie Isaac inzwischen getötet? Und es war wirklich Gott, die zu ihr gesprochen hat? Man weiß es nicht. Sie hat die Engelsflügel bekommen, weil sie Gott vertraut hat und Isaac getötet hat. Ja. Bestimmt. Genau deswegen. Denn Isaac ist ja auch böse. Isaac ist ja der Dämon. Nachdem er den Dämon besiegt hat, also den Mega-Satan, ist er der Mega-Satan geworden. Genau aus diesem Grund war das eine richtige Entscheidung von Mutti, uns zu töten. Beziehungsweise Isaac zu töten. Ja, ja. Da gibt bestimmt alles Sinn.
Ach so, hier waren wir ja schon. Alice Klärchen. So, dann sind wir schon in Mams Dingsbums-Ebene. Ne, es geht noch weiter. Es geht auf jeden Fall noch bis zu dem Herz. Also dauert das noch ein bisschen. Ist auch gut, weil sonst ist die Folge wieder viel zu kurz. Vielleicht können wir sogar noch den Bosswasch machen. Oh. So. Denn wenn die Folge jetzt zu kurz ist, dann kann ich nicht noch eine Challenge ranhängen, weil ich glaube, da sind keine richtig einfachen mehr bei, die irgendwie in 5 Minuten oder so abgehandelt werden. Und deswegen, die haben wir halt schon alle gemacht, die ganzen OP-Challenges. Deswegen müssen die ganzen Challenges jetzt hier lang genug sein. Das ist wichtig. Ich fühle mich immer schlecht, wenn die Folgen so 20 Minuten oder so sind. Bei anderen Projekten okay, aber nicht bei Isaac. Nein, nein, das mag ich nicht. Weg, 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 alles weg. Stirb. Stirb, du liebst uns, aber du musst trotzdem sterben. Ich will nicht, dass du mich liebst. So. Chance steht gut, dass hier eine rote Kiste drin ist. Ja, die uns unser drittes Gabi-Item gibt. Oder auch nicht. Na gut. Wir werden noch Gabi. Das verspreche ich euch. Koste es, was wolle. Wir werden Gabi. Was können wir denn dafür finden? Gabis Hairball könnten wir finden. Wir könnten den Kopf. Gabis Kopf, den findet man noch häufig. Gabis Hairball findet man, glaube ich, wirklich am seltensten von allen Gabi-Items. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Hi. Hi. Hui. Ha. Hui. Hi. Au. Okay. Damit habt ihr euch euer eigenes Grab geschaufelt. Eure eigene Toilette habt ihr euch geschaufelt. Hier, Herz ab. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Und wir haben noch eine Balls of Steel Pille. Das ist auch nicht schlecht. Komm, 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 komm. Mutti, wo bist du? Ich sehe deine Hände, aber dich nicht. Trau dich und zeig dich. Hier, Health Down, lieber nicht. Gib mir meine Balls of Steel Pille, danke. Oh, die Musik ist cool. Ist mir davor auch noch nie aufgefallen, wieso ist die Musik hier so cool? Die ist mir nicht mehr im richtigen Spiel aufgefallen, bei Apple Battle Fantasy. Da gibt's so geile Musik. Ich mag das. Das ist so ein bisschen elektronisch und so ein bisschen rockig. Naja, rockt nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Hallo. Tschüss. Kriegen wir ein Gabi-Item? Nein. Aber einen Devil Deal mit Krampus drin. Hallo. Oh. Das sah eben bescheuert aus, als er... Au. Oh. Au. Wieso tust du uns weh? Als er den Mund so komisch auf hatte. So, was kriegen wir hier? Da kriegen wir nichts Gutes. Doch, Proptosis. Ja, komm. Für Proptosis. Für Proptosis, Leute. Für Proptosis. Mega Schaden. Kann trotzdem ein bisschen dauern. Wir können uns nicht rausteleporten. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst haben wir... Wir haben Proptosis. Was braucht man mehr? Wir haben Proptosis und können fliegen. Und haben ganz viele statusverändernde Trien. Das ist auch alles schön. Schade, dass wir keine Tränen haben, die durch Steine durchgehen. Das wäre jetzt nochmal gut. Oder überhaupt durch Gegner durchgehen. Das wäre auch richtig gut. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So.
Ah! Oh, ein weißes Herz. Oh. Mein weißes Herz. Oh. So. Okay, sollten auch nicht allzu schwer sein. Wir verlieren allerdings gerade viel zu viele Leben. Ah, weil durch Proptosis sehe ich immer die ganzen Projektile von den Gegnern nicht. Weil Proptosis auch so groß ist. Ist merkwürdig. So. Den kennen wir ja, immer von oben angreifen. Hä? Wollte ich ihn gerade essen? Wie gestört wir aussehen. Gischi, gischi, gisch. Einmal bitte sterben. Gischi, gischi, gisch. Einmal bitte sterben. Dankeschön. Und dann Monstro. Sollte auch kein Problem sein. Auf jeden Fall nicht einzeln. Mit Gisch zusammen vielleicht. Oh. Okay. Gut gemacht, Monstro. Hast uns getroffen. Ich hoffe, du bist jetzt stolz auf dich, dass du uns wehgetan hast. Oh. Lol. Hä? Ich bin genau durch ihn durchgegangen. Und habe keinen Schaden bekommen. Blöde Scheißhaufen. So, ich glaube, genau. Dann lassen wir den einmal schießen. Komm, schieß. Schieß doch. Schieß gefälligst. Wieso schießt der nicht? Mann, öder Typ. Mach das Herz kaputt. Ah. Gut, töte ich dich halt so. Wenn der nicht schießen will. Wie ist jetzt das Herz gestorben? Ach, wegen unserem Spinnen. Ja gut. Ja gut, das kann natürlich... Aua. Die machen natürlich auch Schaden. Stimmt, die machen jetzt auch noch mehr Schaden, weil unser Schaden auch voll ist. Noch bessere Spinnen. Jetzt will ich erst recht Gabi werden. Dann würden die Fliegen nämlich richtig, richtig viel Schaden machen. So, Krieg, hab keine Angst. Seit wann hat der Krieg Angst? Oh. Aha, du hast uns nur reingelegt, dass du Angst hast. Du hast denn wirklich gar keine Angst? Aha, oh. Nein, wir sterben noch. Niemals. Krampus, du stirbst. Nicht wir. So rum. Ja gut, vielleicht hätten wir uns die Balls of Steel Pille auch aufbehalten sollen. Nee, vielleicht auch nicht. Blabla, egal. Wir gehen einfach weiter und haben unser Proptosis dafür bekommen, dass wir hier kurz den Bossfight gemacht haben. Kleiner Abstecher, macht nichts. So, dafür haben wir Proptosis und... Toll. Drei rote Kisten, aber kein... Oh, Tier ist up. Oh, Tier ist down. Oh, Balls of Steel. Und, oh, Health down. Aber kein einziges Gabi-Item. Ich will doch nur mein drittes Gabi-Item haben. Liebes Spiel, gib es mir. Spiel, du bist doch lieb, oder? Wir beide, wir kennen uns doch. Jetzt schon etwas länger. Also so ein Gabis Kopf wäre ganz schön, Spiel. Ja? In der nächsten roten Kiste, danke. So. Noch ein Tiers? Wie hoch ist denn jetzt unser Tiers? Alter! Fast ganz voll. 2, 4, 6 Striche von 7. Bam, 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 bam. Oder? Ist das das? Nee, es ist die Reichweite, oder? Das zweite von links ist, glaube ich, die Geschwindigkeit, in der wir angreifen. Das Tiers ab. Da, okay, nur 3. Das ist gar nicht so viel. Nee, es geht auf jeden Fall noch schneller.
wenn man an die Geschwindigkeit denkt, die von Sojamilch kommt, dann ist das ja noch gar nichts hier. Geht auf jeden Fall noch viel, viel schneller. So. Hier, aha, interessant. Was war das? Da hat eben irgendwas gerumst in meinem Haus. Ich hätte mich jetzt ein bisschen erschrocken. Hat man bestimmt auch in der Aufnahme gehört. Das war ganz schön laut. Naja. Gehen wir mal weiter. Wenn hier ein Einbrecher ist, dann macht das auch nichts. Di-di-di-di, wo bist du, Mutti? Di-di-di-di, Mutti, Mutti. Mutti, Mutti, Mutti. Keine Mutti. War dann blauer Stein garantiert? Doch. Da. Hab ihn gefunden. Haha. Dachte, das wollte ich übersehe dich. Er war sich schon sicher, dass ich ihn übersehe, weil ich den Raum verlassen habe und dann komme ich doch noch wieder. Aber kleiner blauer Stein, tut mir leid. Plim, plim. Da ist er ja, der Boss. So. Dann können wir erstmal ein Leben verlieren, den ganz schnell besiegen und uns dann nämlich noch einen Devil Deal holen. Damit wir noch stärker werden. So, zwei Herzcontainer und ein Gabi-Item. 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 Ah. Spiel, was habe ich dir gesagt? Wieso machst du nicht, was ich dir sage? In der nächsten roten Kiste sollte ein Gabi-Item drin sein. Hat's nicht gemacht. Ich rede jetzt übrigens gerade ein bisschen leiser, vielleicht merkt ihr das, weil es spät ist, ja. Und ich hören muss, wenn der Einbrecher hier reinkommt und verlangt, dass ich mich auf den Boden lege. So. Ach nö. Vier Stück von denen, keine Lust. Da habe ich echt keine Lust drauf. Die brauchen immer so lange, die sind immer so wählerisch, wenn sie ihren Kopf rauspacken. Da mache ich nicht mit. Schon seit Ewigkeit nicht mehr. Wir sehen ganz schön interessant aus, muss ich sagen. Und hallo, das Schüsselblitz, haben wir es gewonnen? Ich hoffe nicht. Doch, oh, wie öde. Komm, wir gehen noch weiter. Das wäre ja zu einfach hier. Wir machen noch den Satan. Yay. Und jetzt verlieren wir gleich. Und dann haben wir die Challenge nicht geschafft. Doch, wir haben die Challenge jetzt schon geschafft. Von wir brauchen die Challenge ja für nichts zu schaffen, aber wir haben sie jetzt schon geschafft. Also wir schalten ja nichts frei. Aber ihr wisst, dass ich es geschafft habe. Wenn wir jetzt noch verlieren sollten, was ich nicht denke. So. Aber wenn ich so stark bin, dann möchte ich auch noch weitergehen. Meistens ist er rechts. Der Satan. Ja. Ist halt wirklich so. Der ist richtig oft rechts. Müsst ihr auch mal drauf achten. Bei mir ist er fast immer rechts. So, besiegen wir kurz den Satan. Oder wollen wir uns selber... Wollen wir uns mal selber besiegen? Mit der Bibel? Habe ich nämlich noch nie gemacht. Aber angeblich soll man ja sofort sterben, wenn man die Bibel beim Satan einsetzt. Aber bringt gar nichts, wir haben 9 Leben. Ne, okay, dann nicht. Dann lassen wir das. Und wir sind nicht Gabi geworden. Toll. Ich will jetzt aber noch Gabi werden. Wie wird man denn jetzt schnell Gabi? Gibt es hier noch irgendwo einen Stachelrahmen oder so? Ich will Gabi werden.
Kein Gabi. Kann sich hier eigentlich rausspringen? Ja, oder? Nur in der Chest kann man sich nicht weiter rausspringen. Genau. Komm, Stachelraum. Hier muss auch irgendwo ein Stachelraum sein. Da war auf jeden Fall ein blauer... Was ist das? Wow. Sind die neu? Die kannte ich gar nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich habe sie auf jeden Fall nicht in Erinnerung. Vielleicht war ich auch einfach nur zu selten in der Hölle, dass ich hier die Dinger kennen würde. Hä, was sind das denn für Viecher? Krass. Ist auf jeden Fall interessant. Okay. Blauer Stein. Aha. Wir machen auf jeden Fall noch eine Ehrenrunde. Das ist drin. Mann. Blaue. Okay, rot. Na. Ohoho. Machen wir jetzt echt noch mehr Schaden? Ja, oh Gott. Oh, das ist krass. Das mit Proptosis. Also auf 1 mm Abstand. Oh, toll. Wir können das gar nicht richtig auskosten. Ich will noch weiter runter. Ich will jetzt den Megasater besiegen und alles. Aber es geht nicht. Oh Mann. Nee. Gut, dann war's das. Kein Stachelraum, das heißt, wir konnten nicht Gabi werden, was ein bisschen traurig ist. Aber ich probiere noch mal kurz was aus, und zwar, wenn ich hier die Bibel einsetze. Okay, geht also nur, wenn der Satan auch da ist. Okay, das war die Mama-Challenge. Jetzt haben wir die ersten 10 schon geschafft, glaube ich. Nee, Beastmaster haben wir nicht gemacht. Weil, oder doch? Ich glaube nicht, weil das ist so wie die Family Man Challenge und die fand ich doof, also mache ich die Challenge auch nicht. So, White Wet Horse, stimmt, haben wir auch schon gemacht. Creepy haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, das haben wir auch schon gemacht. Shotgun, haben wir Shotgun schon gemacht? Ich weiß es nicht. 88 Shotgun. Weiß ich nicht. Gucken wir mal beim nächsten Mal. Und sonst sind die anderen nur welche, die wir schon hatten. Also die auch im normalen Isaac sind. Das einzige wäre dann noch das hier. Shotgun. Ja, schauen wir uns nächstes Mal an. Dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.